Hi meine Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt, heute mal vom Balkonien aus. Wenn ihr ein paar Autos hört oder so, das ist, weil hier fahren ziemlich viele Autos vorbei. Ich mache dann zwischendurch immer so Cuts, damit das nicht zu laut wird, aber ich wollte unbedingt mal draußen für euch ein Video drehen. Und zwar soll es heute ein Aufgebraucht-Video geben. So, und in diesem Sinne zeige ich euch auch meine Langzeitfavoriten. Und zwar ist das diese Bodylotion hier. Softölbalsam, die habe ich schon seit zwei oder einem Jahr entdeckt und ich liebe diese Bodylotion einfach. Ich benutze sie fürs Gesicht, für den Körper. Ja, die müsst ihr euch einfach mal ansehen. Kostet 2,75 Euro, glaube ich, oder 2,80. Ist auch nicht so viel drin, 200 Milliliter. Aber sie ist sehr ergiebig und ihr kommt auf jeden Fall einen Monat, ja, oder zwei, drei Wochen damit aus, auf jeden Fall. Das sind jetzt zwei, die leer geworden sind. Einer meiner Langzeitfavoriten, die ich immer hole. Dann, was ich auch immer nachkaufe, ist dieses Syos Max Hold. Mega starker Halt. Entschuldigung. Das ist ein super Haarspray. Ich komme nur mit diesem klar, weil dadurch werden auch eure Haare nicht so kaputt. Ich finde, das riecht auch ganz angenehm. Also es ist nicht irgendwie aufdringlich und es verklebt die Haare nicht. Das ist ein ganz besonderes Haarspray, finde ich. Das habe ich für mich entdeckt, weil einfach dieses Tuff meine Haare total kaputt macht. Und ich nur mit bestimmter Pflege meine Haare einfach, ja. Ich finde, man kann sich die auch kaputt sprayen mit Haarspray. Und deswegen, wir benutzen nur noch dieses hier. Und zwar, also ich weiß, die anderen kenne ich nicht so gut. Ich hole immer dieses hier. Kostet um die 3 Euro, glaube ich. So, dann auch ein Langzeitfavorit ist dieses Shampoo hier. Das benutzt mein Freund ganz gerne. Ich habe es auch vor der Schwangerschaft ganz gerne benutzt. Ist ohne Silikone Feuchtigkeitsshampoo. Problem ist, dass ich es jetzt nicht mehr so gut ertragen kann, weil es sehr stark nach Pfirsich riecht und mir zu künstlich im Moment. Das ist einmal ein Langzeitfavorit von mir und zwar diese beiden Wimperntusche. Einmal die I Love Extreme Crazy Volume Mascara und einmal die I Love Extreme Volume Mascara von Essence. Beide sind jetzt mittlerweile ausgetrocknet, also ziemlich trocken und deswegen werde ich mir neu holen. Ich bin auch nicht der Fan davon, der die unheimlich lange benutzt. Ich hole mir da lieber neue, weil ich immer meine, mit den Augen, da muss man nicht unbedingt so rumexperimentieren. Das sind Sachen, die Augen, wenn die kaputt sind, sind sie kaputt. Und ich habe auch eben im Fernseher gehört, dass sie krebserregend, also allgemein Mascara, nicht diese jetzt hier, dass sie allgemein irgendwelche krebserregenden Stoffe enthalten sollen. Wenn ihr darüber was wisst, könnt ihr mir das ja mal unten reinposten. 2,75 Euro kosten diese, glaube ich. Dann ein Langzeit-Langzeit-Langzeit-Favorit sind diese Balea Reinigungstücher. Unreine Haut. Und zwar benutze ich die super, super gerne, auch einfach, weil sie nicht stark riechen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die nicht die Haut davon besser wird, aber man sich da, danach fühlt man sich einfach reiner und deswegen mag ich die total gerne. Ja, das ist auch bestimmt schon meine 20. Packung, kauft die immer wieder nach. Die kosten sogar unter 1 Euro, ich glaube 90 Cent. Dann kommen wir zu einem Produkt, das ist hier dieses Duschdas Golden Kashmir. Das mag ich total gerne vom Geruch her. Aber das bröselt so, das ist total fies, weil das so bröselt. Und nur deswegen kaufe ich sie mir nicht mehr nach. Weil der Geruch, der ist so schön, der riecht richtig puderig, total angenehm auf der Haut. Leider schade, weil es halt leider ja, Puder, also so bröselig ist. Deswegen werde ich sie mir nicht nochmal nachkaufen. Dann eine Zahnpasta. Und zwar diese hier, Colgate. Extrem frisch. Die habe ich total gerne benutzt. Die schäumt zwar nicht so dolle, aber die hat einen total, total guten Geschmack gehabt. Ja, jetzt haben wir uns diese hier gekauft, obwohl mit 3 klinisch getestet, sehr gut im Test. Extrem sanftes Zahnweiß und diese hier, die schäumt. So, Kamera war leer. Wir waren bei der Zahnpasta stehen geblieben. Jetzt bin ich mal schnell nach drinnen geflüchtet. Einmal die Odol Med 3, die schäumt unheimlich gut.
Also sehr, sehr, sehr dolle und dadurch braucht ihr sehr, sehr wenig Zahnpasta. Das war bei der anderen nicht so der Fall. Also ja, das dazu. Und dann noch ein Produkt, wovon ich ein bisschen enttäuscht bin. Und zwar die Pantene Pro V Intensiv Feuchtigkeit Soufflé. Ja, da kommt nichts mehr raus, obwohl da ganz viel drin ist. Und ich bekomme es einfach nicht mehr raus und ist total blöd. Irgendwie ist da oben der Kopf kaputt und ist aber nichts kaputt gebrochen oder so. Es funktioniert einfach nicht mehr. Ja, dann habe ich mir von Essence Pure Skin, so Pads geholt für Face Strips für Anti mit Ätzerstreifen. Hier fürs Kinn und hier um die Nase. Aber ich konnte jetzt noch nichts feststellen, ob es sich verändert hat. Ich habe es erst zweimal gemacht. Ich werde es aber weiterhin testen und euch berichten. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Aufgebraucht-Video gefallen. Jetzt kann ich die Sachen nämlich endlich wegschmeißen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem was gehört, auch wenn es da draußen ein bisschen laut war. Aber so konnte ich euch den Frühling ein bisschen näher bringen. Und also, meine Lieben, tschüss! Ich habe noch ein Produkt vergessen. Und zwar dieser Sun Club Essence Eyeliner. Und zwar der stinkt und der ist gekippt. Und dadurch kann ich ihn nicht mehr benutzen. Ich mochte den aber ganz, ganz, ganz gerne früher auf der Wasserlinie tragen. Und ich werde mir den bestimmt nochmal holen, aber der ist halt gekippt.